zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Fred-Tutorial. Heute beschäftigen wir uns kurz und knapp mit Motion Blur. Genauer, wie ihr Motion Blur auf HDRI Maps bekommt. Normalerweise würde man das Ganze mit einer Third-Party-Software wie zum Beispiel Virtual Rig lösen. Das hier ist allerdings Affinity Photo. Um letzten Endes die Bewegungsunschärfe entlang der Straße zu bekommen. Also man sieht hier, das ist das aufgeklappte HDRI. Und ich habe hier schon mal mühevoll die Richtung eingezeichnet, wie diese Bewegungsunschärfe denn laufen würde. Um das Ganze in Fred zu erzeugen, gibt es einen einfachen Trick, aber erst noch ein paar Worte zu der Szene. Also man sieht hier schon, dass die Felgen entlang der jeweiligen Achse animiert wurden. Und die Bewegungsunschärfe an sich wird über die Kameraparameter eingestellt. Also das hier ist mein Viewpoint. Hier unten ist Motion Blur aktiviert. Und dann verhält sich das analog zu einer richtigen Kamera. Das heißt, über die Verschlussgeschwindigkeit wird eben der Grad der Unschärfe gesteuert. Das heißt, wir haben jetzt hier eine 60. Sekunde ungefähr, eine 1000. Sekunde ist entsprechend kürzer und folglich wäre die Bewegungsunschärfe schwächer, nämlich kaum noch sichtbar. Gehen wir wieder ein bisschen runter. Genau, das ist also das Prinzip und das Problem bei der Szene ist, dass das HDRI im Moment keine Bewegungsunschärfe hat. In der Realität werden die Reflexionen auf dem Fahrzeug aber auch unscharf, wenn es denn während der Fahrt fotografiert werden würde. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit man das besser erkennen kann. So vielleicht. Genau, und hier sieht man es ganz deutlich, die Bäume sind mehr oder weniger gestochen scharf und das ist eben nicht das, was wir wollen. Ich zeige es dir jetzt mal im Gesamten. Unser Ziel ist es, die Map, also das HDRI, auf der X-Achse zu animieren, damit wir eben diese Bewegungsunschärfe simulieren können. Und das geht ganz einfach. Ich öffne hierfür den Clipmaker, starte den Animationswizard, wähle hier das Material aus, weil wir wollen Material animieren. Und dann müssen wir letzten Endes die Dauer unserer Animation definieren. Ich mache mal hier eine Sekunde einfach. Und im Anschluss eine Startbedingung. In dem Fall sind das hier unsere 1500. Einmal. Und dann wollen wir das animieren um, ich sag mal, weitere. Oder setzen wir es auf 5000 vielleicht. Können wir dann noch ändern. Das ist unser Ende und dann können wir daraus einen Clip machen. So, der ist jetzt da oben und wenn wir den hier abspielen, dann sehen wir schon, dass sich die Umgebung bewegt. Also es bewegt sich nicht das Fahrzeug, was man eigentlich erwarten würde, sondern eben die Umgebung. Ist vom Ergebnis aber dasselbe. Gut, dann springe ich mal in unseren Viewpoint. Den hier und schau nach, ob sich da was tut. Okay, also wir sehen schon, die Umgebung ist ein kleines bisschen geblurrt und wir haben hier auch schon unscharfe bzw. verwischte Reflexionen. Das passt vom Prinzip soweit und wenn wir das Ganze anpassen möchten, haben wir zwei Möglichkeiten. Zum einen
können wir die Dauer des Clips einfach kürzen. Das war jetzt natürlich viel zu viel, aber ihr seht, wie das funktioniert. Oder wir gehen in den Curve Editor. Wählen hier die entsprechende Animation an. Das ist hier die X-Achse, wie gehabt. Hier unten sind unsere Initialen 1500. Das ist das Ende, in dem Fall 10.000. Und dann können wir nach Belieben das eben auch erhöhen, zum Beispiel hier auf 20.000. Und die Unschärfe wird eben stärker. Oder aber wir können es natürlich auch reduzieren auf 2.000 in dem Fall. Und dadurch können wir das Ganze dann eben auch abschwächen. Und der große Vorteil meiner Meinung nach bei dieser Technik ist eben, dass man direkt in Fred den Grad der Unschärfe steuern kann. So viel dazu von meiner Seite. Ich hoffe, der ein oder andere kann damit was anfangen und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade.